happy und gut geschützt am Trail, einen dieser Rückenprotektorwesten müsst ihr haben. Zwei Top-Modelle von leichten Protektorwesten, Rückenprotektoren, für euch im Test und noch dazu für Männer und für Frauen gleichermaßen geeignet. Was ganz was Seltenes. You ready? Yep. Ich kann einfach nur noch mal betonen, wie krass der Tragekomfort einfach ist. Yo Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches, und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich starte gleich mal mit einer Frage von mir an euch, und zwar: Auf welche Protektoren würdet ihr beim Biken tatsächlich nie verzichten? Bei mir sind das einmal, abgesehen vom Helm, Knieprotektoren und Rückenprotektoren. Ohne dem geht tatsächlich gar nichts, und in diesem Video habe ich zwei Top-Modelle von leichten Protektorwesten, Rückenprotektoren, für euch im Test und noch dazu auch ganz speziell für Frauen geeignet. Was ganz was Seltenes, also für Männer und für Frauen gleichermaßen. Wenn ihr da noch unsicher seid, unzufrieden, noch nichts gefunden habt, ich bin mir sicher, eines dieser beiden Modelle wird auch euch happy machen und safe am Trail begleiten. Ganz kurz und knackig zusammengefasst, die Vor- und Nachteile beider Protektoren sowie ganz am Ende meine persönliche Meinung und Erfahrung. Und starten wir gleich mal los. Dieses Video ist gesponsert von Matzek Offroad. Schaut gerne mal im Onlineshop vorbei. Und darüber hinaus, Leute, ich habe euch natürlich alle Modelle und generell meine Mountainbike-Gear unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut's mal vorbei, ich würde mich freuen. Ich starte mit dem Baseframe Pro SL von Fox. Ist kein reines Damenmodell, ich kann es aber wirklich trotzdem jedem Mädel empfehlen. Ist ein super Unisex-Protektor, der auch euch super passen wird. Ich starte gleich mal mit den Vorteilen. In erster Linie unglaublicher Tragekomfort. Super Belüftung, hauptsächlich das Material besteht fast nur aus Mesh, wo man anfänglich so den Eindruck bekommen könnte, so ey, das hält überhaupt nichts aus. Absolut das Gegenteil ist der Fall. Es ist einfach super belüftet. Meistens vergesse ich tatsächlich beim Fahren, dass ich überhaupt einen Protektor trage. 90% der Leute, mit denen ich fahren gehe, sind auch so, was, trägst du einen Rückenprotektor? Ist mir gar nicht aufgefallen. Also es ist wirklich, man sieht es kaum, beziehungsweise im Vergleich zu früher, man muss einfach nicht mehr aussehen wie so ein Ninja Turtle. Die Materialien haben sich so weiterentwickelt, und ich muss auch zugeben, ein großer Fan vom D3O Material zu sein. Aus diesem Material besteht nämlich der Rückenprotektor. Auch spätestens mit der Körperwärme schmiegt sich dieses Material so an den Körper an, wie so eine zweite Haut, ist mega angenehm, und wie gesagt, auch bei den dünnsten Jerseys, die man trägt, sieht super aus, trägt nicht unnötig auf und schützt auch dementsprechend gut. Was ich bei diesem Protektor auch sehr gerne mag, sind die zusätzlichen Polster an den Hüften und an der Brust. Man muss dazu sagen, alle Protektoren inklusive Rückenprotektor können entfernt werden. Das Ganze kann super gewaschen werden. Und ja, demnach kann man entscheiden, will man die Hüftpolster, will man das auf der Brust. Die auf der Hüfte sind bei mir immer drauf. Mega gut, die sitzt auch wirklich gut. Der ganze Protektor ist auch relativ lang geschnitten, da rutscht nichts hoch. Die Polsterung an der Brust kommt immer drauf an, wo ich fahre. Wenn ich Enduro fahren bin, habe ich es meistens raus. Sollte ich Downhill fahren sein, ist er meistens drinnen. Großes, großes Plus von diesem Protektor, der hat eingebaute Taschen, tatsächlich sogar mit Zip. Mega praktisch, unter dem Rückenprotektor befindet sich eine kleine Tasche mit Zip und ein weiteres Fach, wo er grobe Dinge, Snacks zum Beispiel, einpacken könnt. Und Leute, Taschen bei Mountainbike-Gear, das ist sowas Seltenes, und vor allem das, die praktisch sitzen, nicht unangenehm sind. In meiner Tasche mit dem Zip ist prinzipiell mal der Autoschlüssel drinnen, ein Taschentuch oder ein Liftticket. Wem geht's noch so? Oft Hosen leider ohne Taschen, und gerade wenn man im Bikepack unterwegs ist, wo sollen diese ganzen Sachen hin? Ein Fach im Rückenprotektor. Krass eigentlich. Und ganz zum Schluss, ich betone das jetzt nochmal extra, es ist ein Unisex-Produkt.
aber sitzt auch so gut am Frauenkörper. Der ist eben nicht so breit, trägt nicht auf, macht keine komischen Schultern, macht kein Ninja Turtle Rücken. Ich finde, meistens bei Männern ist es, glaube ich, nicht so schlimm, aber bei Frauen ist es echt schwierig, da was Gutes zu finden. Und ich trage tatsächlich das alte Modell jetzt schon sehr, sehr, sehr lange und trage jetzt gar nichts anderes mehr. Demnach kann ich auch sagen, das Material ist wirklich sehr strapazierfähig, leiert jetzt nicht extrem aus, denn jetzt kommen wir zu einem etwaigen Nachteil. Diese Protektorweste hat keinen Zip zum An- oder Ausziehen. Das heißt, es kann ein bisschen schwieriger werden, eventuell da rein oder rauszukommen. Ich habe jetzt schon meine Technik dafür entwickelt, aber kann natürlich so ein No-Go für so manch Person sein. Wobei ich hier auch dazu sagen muss, weniger Reißverschluss, weniger Zeug, heißt auch natürlich wieder automatisch weniger Druckstellen oder Stellen, wo irgendwas reiben kann. Preislich sind wir bei dem Modell derzeit ca. bei 128 Euro von bis Angaben ohne Gewehr. Weiter geht's mit dem nächsten Modell und zwar von POC, das VPD Air Spine Girls Modell. Ja, ich spreche jetzt tatsächlich über ein reines Damenmodell. Hier aber auch noch angemerkt dazu, es gibt das Gegenstück für die Männer, also wirklich ein reines Damenmodell, ein Männermodell. Das heißt, die Features sind sehr ähnlich bis gleich. Der große Unterschied ist natürlich in erster Linie, dass es viel schmäler geschnitten ist und an die Frauenanatomie angepasst ist. Ich starte gleich mal mit den Vorteilen. Wie beim anderen Modell, sehr gut belüftet. Mesh-Material fast überall, super dehnbar, super angenehm. Diese Protektorweste ist super easy an- und auszuziehen, da sie vorne einen Reißverschluss hat. Zudem hat sie einen Hüftgürtel, den man tatsächlich komplett entfernen kann. Man kann auch die Höhe anpassen für zusätzlichen Halt, zusätzlichen Tragekomfort. Und man muss auch anmerken, im Vergleich zum Fox-Modell ist der Rückenprotektor um einiges länger, bietet somit etwas mehr Schutz sozusagen. Der Nachteil an dem Ganzen ist, diese Weste hat keine einzige Tasche. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass der Rückenprotektor selbst sich zum Beispiel nicht so gut anschmiegt wie im Vergleich das D3O-Material. Ist dann Geschmackssache, würde ich mal sagen. Man kann durch diesen Hüftgurt das Ganze auch besser platzieren. Und obwohl der Rückenprotektor länger ist, ist die ganze Weste insgesamt etwas kürzer, ist mir aufgefallen. Es könnte mal sein, dass die ein bisschen hoch rutscht eventuell. Und auch im Vergleich zum anderen Modell gibt es keine zusätzliche Polsterung. Also weder am Brust noch Hüften oder an den Rippen. Also man hat das leichte Mesh-Material, ist super atmungsaktiv. Und einen dickeren Rückenprotektor. Preislich sind wir derzeit ebenfalls bei so circa 127 Euro, Angaben ohne Gewehr. Zur Orientierung bei der Größe, ich trage Größe Small. Ich denke, extra Small würde genauso passen. Der sitzt dann etwas lockerer und angenehmer, ist dann auch immer Geschmackssache. Insgesamt würde ich einfach mal sagen, sind wirklich, egal ob Fox oder POC, sind einfach beides absolute Top-Modelle in ihrer Preis und Leistung. Wofür man sich hier entscheidet, ist einfach Geschmackssache und kommt auch darauf an, was man damit fährt, wo man damit fährt und welche Features man zum Beispiel gerne hätte. Ich spreche speziell an, zum Beispiel die Taschen oder der Reißverschluss zum An- und Ausziehen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich meinen persönlichen Favorit und das ist auf jeden Fall der Baseframe Pro von Fox. Habe schon vorhin im Video erwähnt, ich habe das alte Modell schon sehr lange gefahren. Ich zeige das ganz kurz im Vergleich. Verändert hat sich hier prinzipiell nicht viel, außer das Material vom Rückenprotektor und die Form davon. Hier seht ihr das alte Modell. Sehr krass, super durchlüftet, so breit. Und das hier ist das neue, die 3O. Ihr seht, das ist etwas breiter, schützt somit auch die Schultern ein bisschen mehr. Ist von Anfang an schon viel weicher als das andere hier. Das hat sich extrem durch Körperwärme dann weich gemacht. Hier, das ist von Anfang an weich. Der ist tatsächlich sogar ein bisschen leichter. Aber sonst, das Grundkonzept ist das gleiche. Ich kann einfach nur nochmal betonen, wie krass der Tragekomfort von diesem Baseframe Pro einfach ist. Klar, man kommt ein bisschen schwer rein und raus, aber wenn man das Ganze mal trägt,
wie kann es sein, dass man einfach tatsächlich vergisst, einen Rückenprotektor zu tragen? Und manchmal musste ich sogar doch greifen, so habe ich den jetzt vergessen anzuziehen. Nee, der trägt sich wirklich 1A und vor allem die Form. Als ich zu Biken begonnen habe, ich habe ausgesehen wie Ninja Turtle. Ich wurde auch so genannt, weil ich einfach so einen Motorradprotektor hatte, aber die Protektoren waren einfach damals riesig und ja, so muss das nicht mehr sein. Auch wenn das Material dünn ist, das schützt euch gut, lasst euch davon nicht irritieren und ja, ich hoffe, dem ein oder anderen hat diese Review weitergeholfen. Ich konnte euch eventuell inspirieren und würde auch noch mal sagen, bleibt safe am Trail, tragt eure Protektoren, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal, Leute, wisst Bescheid. Jeden Samstag 9 Uhr ein neues Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall freuen. Demnach, ciao, Leute.